Bernd Rixinger für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, der vorgelegte Verkehrshaushalt ist das in Zahlen gegossene Scheitern der vielbeschworenen Verkehrswende. Der vorgelegte Haushalt für Verkehr und Digitales ist vor dem Hintergrund der vor uns liegenden Herausforderungen mutlos, kraftlos und überwiegend ziellos. Deshalb werden wir ihn ablehnen. Deutschland ist im Ranking beim Klimaschutzindex zurückgefallen. In den Punkten erneuerbare Energie, Energienutzung und Klimapolitik reicht es nur für ein mäßig. Hauptgründe für die insgesamt schlechtere Bewertung sind der verlangsamte Ausbau von erneuerbaren Energien und der hohe Anstieg der Emissionen im Verkehrssektor. Das ist weder klimagerecht noch sozial. Wir wissen doch, dass es die Menschen mit geringen und mittleren Einkommen sein werden, die am meisten unter den Auswirkungen des Klimawandels leiden müssen. Einen wirklichen Fortschritt sucht man im Verkehrssektor bei der selbsternannten Fortschrittskoalition vergeblich. Die Erhöhungen bei der Schiene reichen bei weitem nicht aus, um den jahrelang angehäuften Investitionsstau zu beheben. Unter dem Druck des von uns unterstützten Protestes von Gewerkschaften und Verbänden haben sie einige vorgesehene Kürzungen beim Schienengüterverkehr wieder zurückgenommen. Gut so. Um das angestrebte Ziel, den Güterverkehr mit der Bahn auf 25% zu erhöhen, müsste jedoch geglotzt und nicht gekleckert werden. Das 49-Euro-Ticket ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, aber leider wieder nur ein halbherziger. Es ist eine Verbesserung für alle, die schon jetzt regelmäßig den ÖPNV nutzen. Es ist aber zu weit weg vom 9-Euro-Ticket, um viele Menschen zum Umstieg auf den ÖPNV zu bewegen. Genau das müsste aber das Ziel sein. Und enttäuschend ist, dass es keinerlei soziale Komponente gibt. Es hätte doch nicht die Welt gekostet, Menschen ohne oder mit geringem Einkommen ein 29-Euro-Ticket zur Verfügung zu stellen. Sie nicken zu Recht. Oder gar einen Einstieg in einen kostenfreien Nahverkehr. Das wäre klimapolitisch richtig und das wäre im Übrigen auch sozial, meine Damen und Herren. Außerdem wird es Millionen Menschen ausschließen, wenn es das Ticket nur in digitaler Form und im Abo gibt. Das sollten Sie dringend überdenken. Wenn ich es richtig sehe, haben Sie die angekündigten Mittel für das 49-Euro-Ticket noch nicht einmal in den Haushalt eingestellt. Das ist ja fast schon Sabotage an der Schmalspurversion einer der besten Ideen der Koalition, wie Kanzler Scholz das 9-Euro-Ticket nannte. Sie haben Sorge dafür zu tragen, dass der Verkehrssektor endlich seinen Beitrag zum Klimaschutz leistet. Mir ist es ein absolutes Rätsel, wie Sie auf dem Weg, den dieser Haushalt beschreibt, die im Koalitionsvertrag beschriebenen Ziele erreichen wollen. Es wird keine klare Priorität für den Ausbau der Bahn und des ÖPNV gesetzt. Von allem gibt es etwas, aber nirgendwo werden klare Pflöcke eingerammt. Sie sind gefesselt in der gerade im Verkehrsbereich nicht funktionierenden marktwirtschaftlichen Logik. Und schon gar nicht wollen Sie sich mit der mächtigen Automobillobby anlegen. Leider werden Sie so auch beschäftigungspolitisch die Weichen in die falsche Richtung stellen. Diese Woche erreicht uns die Meldung, dass Mercedes mit seiner Luxus-Limousinen-Strategie in China eingebrochen ist. Chinesische Hersteller machen sich daran, mit E-Autos den europäischen Markt zu erobern. Die Wirklichkeit nähert sich den Vorhersagen, dass allein die Elektromotorisierung 200.000 Arbeitsplätze kosten wird. Die Umsetzung einer
sozialökologischen Mobilitätswende zusammen mit einer vernünftigen Industrie- und Strukturpolitik hätte ohne weiteres das Potenzial, die gefährdeten Arbeitsplätze zu sichern und sogar noch zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen. Anstatt zum Beispiel die Produktion von E-Bussen und Minibussen zu forcieren, will der noch einzig übrig gebliebene Busproduzent Evobus den Bau der Karosserien verlagern und so mindestens 1.600 Arbeitsplätze in Mannheim vernichten. Für eine nachhaltige Verkehrswende werden jedoch emissionsfreie und vor allem kleinere Busse dringend gebraucht. Hersteller außerhalb von Deutschland haben das längst erkannt. Auch beim Lieblingsthema der FDP, Digitalisierung, setzt die Ampel weiter auf den Markt. Kollege Wixinger, das müssen Sie jetzt verschieben. Frau Präsidentin. Im Haushalt für 2023 gibt es trotz einiger kleinerer Verbesserungen keine sichtbare Kehrtwende zur vorherigen Koalition. So war das nichts, meine Damen und Herren. Ich hole eine Belobigung, die ich vorhin versäumt habe, gleich nach. Nämlich der Kollege Hackverdi hat es fertiggebracht, auch alle Danksagungen in seiner Redezeit einzupreisen. Ich bitte nachfolgende Rednerinnen und Redner, das genauso vorbildlich zu machen und auf die Signale zu reagieren. Dann muss ich nachfolgenden Rednern auch keine Redezeit abziehen. Das Wort hat Dr. Paula Pichel.